Auf der Erde verbrauchen nur 20% der Menschen 86% der weltweiten Ressourcen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts ist die Durchschnittstemperatur um 0,6 Grad Celsius angestiegen. Ein Drittel der Landmasse leidet bereits an fortschreitender Wüstenbildung. Ein Mensch verbraucht im Schnitt 40 Liter Wasser am Tag. Ein madagassischer Bauer verbraucht dabei 10 Liter, ein Bewohner von Paris 24 und ein Amerikaner 600 Liter täglich. 87% der Jugendlichen auf der Welt leben in einem Entwicklungsland. Fast 40 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht oder sind Vertriebene. 70% der Fischbestände werden derzeit bis zur Grenze der eigenen Regeneration ausgebeutet. Obwohl jährlich pro Person 356 Kilogramm Frühstücksflocken aus Getreide hergestellt werden, verhungern 40 Millionen Menschen jedes Jahr. Mehr als 3 Milliarden Menschen, das ist die Hälfte der Erdbevölkerung, müssen mit weniger als 2 Dollar am Tag auskommen. Seit 1980 hat sich die Menge des Abfalls, der durch die Bewohner der Industriestaaten verursacht wird, verdreifacht. Der durchschnittliche Benzinverbrauch für Autos pro Bewohner und Jahr beträgt für Afrika südlich der Sahara 31 Liter, in Asien 50, 427 Liter in Westeuropa und 1637 Liter in Nordamerika. Auf der Welt ist jede vierte Säugetierart vom Aussterben bedroht. Jede achte bei den Vögeln, jede dritte bei den Fischen und wahrscheinlich mehr als die Hälfte bei den Pflanzen und Insekten. Die Dicke des arktischen Packeises ist seit 1960 um 40% geschrumpft. Von 1980 bis 1990 ist die Anzahl der Naturkatastrophen um 50% angestiegen. Jedes Jahr werden auf der Welt 16 Millionen Hektar Naturwald gerodet. Die weltweit jährlichen Ausgaben für Militär belaufen sich auf 798 Milliarden Dollar. Dagegen werden lediglich 58 Milliarden Dollar für die Entwicklungshilfe aufgebracht. Während die Nahrungsmittelindustrie jährlich 40 Milliarden Dollar für Werbung ausgibt. Jeder fünfte Erwachsene kann weder lesen noch schreiben. 98% davon leben in Entwicklungsländern. Die Menge des Abfalls, die jährlich allein in Frankreich produziert wird, ist so hoch wie der Mont Blanc. Die Hälfte davon entfällt auf Verpackungsmaterial. Heutzutage verbrauchen wir in nur 6 Wochen die gleiche Menge Benzin wie 1950 in einem ganzen Jahr. Die Hälfte davon entfällt auf den Transport von Gütern. Im September 2003 erreichte das Ozonloch eine Rekordgröße von 28 Millionen Quadratkilometern. Das ist mehr als 3-mal so groß wie die Fläche der USA. 1,2 Milliarden Menschen, das ist jeder fünfte von uns, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Man schätzt, dass die Erde 30% ihrer Ressourcen in den vergangenen 50 Jahren verloren hat. Es wird prognostiziert, dass die Erdbevölkerung von derzeit 6 Milliarden Menschen auf 9 Milliarden Menschen im Jahr 2050 anwachsen wird. Wir alle sind für Frieden auf dieser Welt. Darum stehen wir hier jeden Montag zusammen. Doch wir alle müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass globaler Frieden nicht existieren kann, solange diese Ungleichverteilung zwischen den Menschen anhält. Solange unser sogenannter Wohlstand auf den Kosten anderer Menschen gelebt wird, solange weiterhin natürliche Ressourcen geplündert und wertvolle Ökosysteme unwiederbringlich zerstört werden, können wir nicht in Frieden leben, weder in uns selbst noch im Außen. Denn durch unser Konsumverhalten geben wir nicht nur die Zerstörung der Lebensgrundlagen anderer Menschen auf fernen Kontinenten in Auftrag und dulden diese. Wir führen heute schon eine Art von Krieg gegen unsere eigenen Kinder, indem wir heute deren Lebensgrundlagen von morgen zerstören. Wir müssen uns ernsthaft fragen, ob wir weiterhin unser Glück in materiellen Dingen suchen wollen und diese Geiz ist geil und Wegwerfmentalität weiterleben können.
Um Gerechtigkeit als Grundlage für den Frieden zu schaffen, müssen wir alle bei uns selbst anfangen. Wir müssen anfangen, unseren Lebensstil zu hinterfragen und wir müssen unseren Konsum reduzieren. Wir alle müssen bereit sein, weniger zu nehmen, damit andere mehr haben können. Und andersrum müssen wir auch bereit sein, mehr zu geben, damit andere mehr haben können. Wir müssen gerechte Preise zahlen, beispielsweise für Genussmittel wie Kaffee und für Schokolade. Wow. Gandhi hat eins gesagt: Es gibt genügend Ressourcen auf diesem Planeten, um den Bedarf eines jeden Einzelnen zu decken. Jedoch nicht genug, um die Besitzgier jedes Einzelnen zu stillen. Es gibt die französische Dokumentationsreihe Die Erde von oben. In dieser Filmreihe sehen wir Aufnahmen von den schönsten Orten unseres Planeten, wobei sich vor allem auf Gegenden konzentriert wird, in denen die Gefährdung der Natur durch die menschliche Zivilisation besonders deutlich wird. Wir sehen aber auch Menschen, die Lösungen für einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen entwickelt haben und der Zerstörung unseres Planeten neue Ideen entgegensetzen. Das eigentliche Anliegen dieser Filme ist es, uns unsere Verantwortung gegenüber den natürlichen Ressourcen und Lebensräumen bewusst zu machen und uns darin zu bestärken, durch unser tägliches Handeln zum Schutz unserer Erde beizutragen. Uns wird gezeigt, dass und wie wir durch unser eigenes Verhalten Dinge verändern können. Für uns, für unsere Gesundheit und für Nachhaltigkeit. Für den Erhalt der Lebensgrundlagen unserer Kinder und Enkel und aller anderen Lebewesen auf dieser Erde. Ich habe diese Dokumentationsreihe bereits angefangen zu organisieren und möchte, da wir hier zusammenkommen, um uns gegenseitig Informationen zukommen zu lassen, uns gegenseitig bei der Bildung zu unterstützen, diese Filme hier wöchentlich öffentlich auslegen zum Verleih, im Vertrauen an euch, dass die Filme am nächsten Montag wieder mitgebracht werden. Und wenn das funktioniert, bin ich bereit, auch die restlichen Filme davon zu besorgen. 2 habe ich mittlerweile, 11 davon gibt es. Und vielleicht findet sich auch noch der eine oder andere, der auf diese Art und Weise Filmmaterial zur Verfügung stellen möchte, weil wir müssen anfangen, uns gegenseitig die Informationen zukommen zu lassen, die uns die Medien nicht überlassen. Ich werde diese Filme jetzt dort vorne hinlegen mit einer Liste. Wer die sich mitnehmen möchte, nimmt sie bitte. Nur einen Film pro Person. Und am besten wäre es natürlich, wenn die Leute, die sich zwischen den 2 Montagen sehen, den vielleicht schon innerhalb der Woche austauschen, umso mehr Leute haben Zugang zu diesen Videos. Danke.